Liebe Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend. Ich darf Sie ganz, ganz herzlich hier im Kreisky-Forum begrüßen. Mein Name ist Birgit Frankern, ich bin die Verlagsleiterin vom Karl Überreuter Verlag. Es ist uns eine große Ehre, heute mit Ihnen dieses großartige Buch hier zu präsentieren. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich beim Kreisky-Forum, dass wir hier sein dürfen. Ich bedanke mich für die Unterstützung des tollen Teams und am allermeisten bedanke ich mich jetzt natürlich beim lieben Dr. Fischer und beim Autor natürlich, der Rhein. Ja. Herbert Lackner gibt uns jetzt zum 6. Mal eigentlich die Ehre, bei uns ein Buch zu veröffentlichen. Wir freuen uns sehr. Ich darf in diesem Zusammenhang vielleicht gleich darauf hinweisen, dass außen rechts dieser wunderbare Büchertisch ist, wo die großartigen Bücher von Herbert Lackner käuflich zu erwerben wären und heute natürlich auch mit einer Unterschrift von ihm veredelt würden. Großer Sie sind ohne Konjunktiv, Sie haben natürlich völlig recht. Ich muss an meiner Verkaufstaktik arbeiten. Ja. Ich möchte Sie jetzt gar nicht lange aufhalten. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend, einen spannenden Abend. Es ist ein großartiges Buch und wie gesagt, herzlich willkommen und viel Freude mit dem Buch. Dankeschön. Gut. Lieber Herbert, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle hier im Kreisky-Forum, aber auch jene Zuseherinnen und Zuseher, die uns jetzt begleiten im W24 Fernsehprogramm, herzlich begrüßen. Ich habe mich auf diese Buchpräsentation sehr gefreut. Ich liebe Bücher. Und ich schätze den Herbert Lackner als Autor. Wir kennen uns seit Mitte der 70er Jahre etwa. Das war ein wichtiges Jahr. Da ist der Heinz Fischer Klubobmann geworden und der Karl Blecher Zentralsekretär. Und wir beide hatten in diesen Funktionen Bedarf nach einem Pressesprecher und haben gesucht. Und dann sind zwei junge Leute aufgetaucht. Einer hat Bruno Aigner geheißen und einer Herbert Lackner. Und dann war die Frage, geht der Bruno zum Heinz oder der Bruno zum Herbert oder geht der Herbert zum Heinz und der Bruno zum Blecher? Und wir haben uns friedlich geeinigt und waren ein freundschaftlich verbundenes Kleeblatt. Der Herbert war und ist ein wirklich qualitätsvoller und sehr ausgewogener, aber gesinnungsstarker Journalist in verschiedenen Funktionen. Am wichtigsten war wahrscheinlich seine Funktion als Chefredakteur des Profil, die er viele, viele Jahre inne gehabt hat und seine Leitartikel und so weiter. Das ist ein Beitrag zur Bildung der öffentlichen Meinung gewesen. Er lässt sich hier und da auch heute noch vernehmen mit seiner Meinung, aber seine Hauptbeschäftigung in den letzten Jahren war das Schreiben von Büchern. Er hat Zeit dafür, er hat eine wirklich geschliffene Feder, er hat ein großes Wissen und er hat zum Unterschied von mir gelernt, mit Computer und allen modernen Technologien so umzugehen, dass er sagt, weißt du, wie bequem das ist, wenn ich nicht in die Nationalbibliothek rennen muss und dort blättern in den Archiven, sondern das alles auf Knopfdruck gewissermaßen auf meinen Bildschirm holen kann. Aber die früheren Bücher kann ich jetzt beiseite lassen, obwohl das sachlich nicht ganz gerechtfertigt ist. Der Herbert hat immer, der Autor hat immer mir in letzter Zeit gesagt, dieses Buch, das wir heute besprechen wollen, ist schon zu sehen im Zusammenhang mit den vorangegangenen Büchern. Das ist eine größere Einheit. Es geht um einen Blick auf das Österreich vor allem des 20. Jahrhunderts mit Schwerpunkt Erste Republik, aber auch Kulturgeschichte der Zweiten Republik. Es geht um das Schicksal
von Intellektuellen und Künstlern und daher auch Schriftstellern und Malern und Bildhauern. Und es geht um die Besonderheit des 20. Jahrhunderts, nämlich die Monarchie ist zu Ende, die Republik wird gegründet, eine leuchtende Zukunft scheint trotz aller aktuellen Schwierigkeiten damals vor uns zu liegen, aber die Sonne geht nicht wirklich auf, sondern Probleme und vor allem das Problem des herantreuenden und herauftreuenden Faschismus in Österreich, zunächst in der gemilderten Form des Austrofaschismus, aber schon in den 20er Jahren setzen diese Probleme ein. Geht es einem jemand wie dem Schnitzler schlecht und immer schlechter und Schriftstellern und Musikern? Und das beschreibt und analysiert Herbert in Büchern, die dann auch besonders eingehen auf die Emigration, die notwendig wird für Intellektuelle, insbesondere wenn sie aus der jüdischen Religionsgruppe oder wenn sie Juden sind, Jüdinnen sind. Und dann das schwierige Thema Rückkehr. Wie war es denn dann nach dem Krieg? Waren da Rückkehrmöglichkeiten geöffnet? Und jetzt so quasi der abschließende Befund eines Kulturkampfes. Dieses Wort ist ein spezifisch österreichisches Wort. Ein Kulturkampf, der wirklich auch die Rückkehr schwer gemacht hat, der auch die Kirche einbezogen hat, der auch die politischen Parteien einbezogen hat und der bis in die Gegenwart zumindest hereinreicht. Herbert, was war das Hauptziel, das du quasi mit diesem Buch angestrebt hast oder erreichen wolltest? Ja, ich wollte so wie in den anderen Büchern Geschichte erzählen, nicht Geschichte dozieren, sondern Geschichte erzählen. Es liest sich, du hast es selber gelesen, es liest sich auch recht leicht, ist aber trotzdem natürlich auf eher doch gutem Niveau, weil ich eben diese Zugänge hatte, von denen du gesprochen hast. Ich hätte diese Bücher, auch die anderen, diese Fluchttrilogie und dieses Buch hätte ich vor 10, 12, 15 Jahren nicht schreiben können, weil da die Quellen nicht zugänglich waren. Es sind in den letzten Jahren so viele Quellen erschlossen, dass man Geschichte völlig neu erzählen kann. Es hat die Nationalbibliothek hat alle Zeitungen online gestellt, die seit 1690 damals noch in Flugschriftenform erschienen sind, mit Volltextsuche. Ja. Es hat die Akademie der Wissenschaften hat die Schnitzler-Tagebücher online gestellt und die ganze Fackel von Karl Kraus, alle Jahrgänge, auch mit Volltextsuche. Also man kommt an Quellen heran, die man bisher nicht herangekommen ist. Und mein Ehrgeiz war, die Geschichte einmal anhand dieser neuen Quellen eigentlich neu zu erzählen. Du hast sie selber viel über die Erste Republik geschrieben und das ist aufgenommen, Hörbücher, glaube ich, und alles Mögliche und geschrieben. Aber ich habe versucht, da noch was dazu zu hängen, nämlich das, was man gefunden hat in Zeitungen, die ja tolle Quellen sind. Zeitungen sind ja also wirklich ideale, das sage ich nicht, weil ich mein Leben lang Zeitungen geschrieben habe, aber Zeitungen sind tolle, nicht zu verachtende Quellen und Primärquellen. Und anhand dieser Primärquellen eben die Geschichte neu zu erzählen. Und eben in Form, ich habe das Wort Kulturkampf vermieden, weil Kulturkampf ist ja eher die Auseinandersetzung immer gewesen zwischen Kirche und Staat. Und darum geht es hier nicht. Hier geht es darum, dass Kirche und Staat die Kulturschaffenden drangsaliert haben. Nicht? Politische Kulturgeschichte. Eine politische Kulturgeschichte. Ich habe auch im Vorwort geschrieben, warum ich den Begriff Kulturkampf eigentlich vermieden habe, weil der so vieldeutig ist und da nicht genau genug ist, um das zu beschreiben. Aber jedenfalls, ich bin eben da auf Sachen gestoßen, die mir auch selber überhaupt nicht bekannt waren, obwohl ich mich sehr mit dieser Zeit auseinandergesetzt habe. Und ich hoffe, auch dir ist es bei der Lektüre so gegangen. Und ja, das war mein Ehrgeiz, warum ich das Buch geschrieben habe. Und dann wollte ich mir noch ein bisschen klar werden über diese, es geht ja nicht, es ist nicht nur die Erste Republik, sondern es geht ja bis in die Gegenwart. Und ich wollte mir auch ein bisschen klar werden, was ist da aus
wenn man es nachträglich sieht, was ist da passiert, wie war das? Die Auseinandersetzung zwischen Kulturschaffenden und damaliger FPÖ und Jörg Haider. Die Geschichte mit dem Lichtermeer und na, die Waldheim-Sache. Und in der Rückschau gewinnt man auch da auch einen neuen und einen etwas anderen Blick. Ne? Also ich habe zum Beispiel dazugelernt und hat mich beeindruckt, wie sehr das NS-Gedankengut schon in den 20er Jahren, wo die Nazis noch kein Mandat im Nationalrat und vielmehr überhaupt in der ganzen Republik nie ein Mandat im Nationalrat im Österreichischen gewonnen, sehr zum Unterschied von Deutschland, aber wie sehr dieses Gedankengut schon in vielen Leuten, die sich als Künstler, als Schriftsteller betrachtet haben, drinnen waren und dann aufgeblüht ist, wie der Anschluss zustande es gekommen ist. Es war in der ganzen Gesellschaft drin und es ist ja eine völlige Mehr, wenn man glaubt, dass der Antisemitismus jetzt eine Erfindung der Nazis ist. Überhaupt nicht. Das war keine Erfindung der Nazis, der war längst da. Im März 1921 ist im Nachklang der Auseinandersetzungen um den Reigen von Arthur Schnitzler ist eine, da ist in Wien ein Antisemitenkongress abgehalten worden, im Rathaus, glaube ich. Der Vorsitzende des Antisemitenbundes, einer großen Organisation, war ein christlich-sozialer Abgeordneter namens Jerzabek. Der Berühmte. Und du kennst den als ehemaliger Nationalratspräsident, blickst du sogar bis zu den Jerzabeks zurück. Und ebenfalls mitgegangen bei dieser Demonstration, die sich nach diesem Antisemitenkongress im Rathaus in Bewegung auf der Ringstraße gesetzt hat, waren die damaligen Nazis schon, da hat es ein paar schon gegeben. Und die sind dann über den Ring, also in der Gegend, die heutige Einbahn gezogen, haben beim damals schon bestehenden Gartenbaukino ein paar Fenster eingehaut, haben Leute aus den Straßenbahnen geholt und haben sie verprügelt, wenn sie wie Juden ausgeschaut haben, und haben dann versucht, in die Leopoldstadt einzudringen und dort die jüdischen Geschäfte zu verwüsten. Im Jahr 1921, 5000 Leute, das ist nicht wenig, 5000 Leute auf der Ringstraße. Also die haben das gemacht, was 17 Jahre später erfolgreich war. Da hat die Polizei dann nicht aufgehalten, wie sie über die Donaukanalbrücken wollten. Und da 1921 hat man sie noch aufgehalten. Aber das gab es alles schon, das war alles schon da. Das ist nicht, ich muss nur diese Reigengeschichte, weil das hat mich, drum bin ich ja... Lass mich nur die Bemerkung machen. Anfang der 20er Jahre ist zum Beispiel beim Alpenverein schon der Antrag gestellt worden, einen Arierparagraf in einen Bergsteigerverein einzuführen. Damit nicht Arier mit Juden in ein und derselben Schutzhütte übernachten müssen. Der österreichische Skiverband hat das auch sehr frühzeitig gemacht. Der ÖSV und viele Gemeinden, vor allem in Salzburg, waren sehr stolz, waren sehr Tafeln aufhängen können, judenfrei. Aber du wolltest das ja. Ja, ich wollte nein, warum ich auf den Schnitzler komme, ja? Warum der Schnitzler da draufsteht. Der kommt davor in der Geschichte. Es geht aber nicht nur um den Schnitzler natürlich. Aber das ist die Sache mit dem Reigen. Viele von Ihnen werden wahrscheinlich den Reigen schon gesehen haben im Theater oder im Kino oder gelesen haben. Und das ist für mich so eine unglaubliche Geschichte gewesen, was da passiert ist. Der Schnitzler hat den Reigen geschrieben, schon 1895, sowas, als relativ junger Mann noch. Und das war nur eine, ich weiß, für die nicht, das noch nie gesehen haben, der Reigen sind im Prinzip 10 Dialoge. Im ersten Dialog geht ein Dialog zwischen der Dirne und dem Soldaten auf der Augartenbrücke. Im zweiten Bild der Soldat mit dem jungen Mädchen im Prater, im dritten Bild das junge Mädchen mit dem Grafen im Hotel sowieso und so weiter. 10 Dialoge. Nur Dialoge, keine Szenen, kein Porno, nichts natürlich. Nicht? Das sind nur Dialoge. Trotzdem war das so, dass er das nur als Privatdruck machen konnte und das verteilt hat dann an Freunde. 200 Stück, wenn ein Freund Geburtstag gehabt hat, hat er ihm so ein Heftel zugesteckt. Ne? Das war scharfe Ware für damals. Das hat jedenfalls dann ein Wiener Verleger hat das mitbekommen und hat ihn dann Anfang, das war 1903, 1904, hat er gesagt, wollen Sie das nicht bei uns drucken lassen, wir verkaufen das. Schnitzler hat das gemacht und die haben das verkauft. Und es war natürlich weggegangen wie die warmen Semmeln. Also das hat eine riesige Auflage sofort gehabt. Sogar in Deutschland auch.
Und dann Max Reinhardt hat ihm geraten, doch bring doch das an Dialoge, das eignet sich doch wunderbar für eine Theateraufführung. Nicht? Und er hat sich breitschlagen lassen, das als Theateraufführung zu machen. In Wien hat er keine, auch wir sind jetzt schon im Jahr 1921 und es gibt keinen Kaiser mehr. Ja? Es gibt die kaiserliche Zensurkommission nicht mehr. Und er hat den Antrag gestellt bei der neuen republikanischen Regierung, dass er das aufführen darf, aber der Innenminister Glanz, das war ein Monarchist, hat gesagt, na, das kommt nicht in Frage, dass man sowas aufführen darf. Daraufhin hat er das in Berlin uraufgeführt. Dort ist auch unter Androhung schärfster Maßnahmen gegen die Theaterführung, die haben das trotzdem getraut und haben das aufgeführt im Dezember 1920. 1921 im Februar war es dann so, dass man sich in Wien ausgestritten hat und der Bürgermeister Reumann hat gesagt, das ist Wiener Landesangelegenheit, da kann sich der Innenminister kann sich da putzen, und das entscheide ich als Wiener Landeshauptmann und hat das erlaubt. Und dann ist es aufgeführt worden in den Kammerspielen. Und dann hat der Vorsitzende der christlich-sozialen Partei, das war der spätere Bundeskanzler Seipel, hat dann in einer Riesenversammlung aufgefordert, das sittliche Empfinden unseres bodenständigen christlichen Volkes wird fortgesetzt auf das Schwerste verletzt durch die Aufführung eines Schmutzstückes aus der Feder eines jüdischen Autors. Ignaz Seipel, späterer Bundeskanzler. Darauf haben sich natürlich Zusammenrottungen bei der politischen Rechten ergeben. Und man hat zweimal vergeblich versucht, die Kammerspiele zu stürmen. Und beim dritten Mal ist es dann gelungen. Beim dritten Mal sind dann die Demonstranten dort eingedrungen, haben das Theater zertrümmert, haben die Zuschauer verprügelt, haben sie auf die Straße gezerrt. Und es ist der Schnitzler war zufällig an dem Tag im Theater. Es war ja nicht mehr die Premiere, sondern schon die dritte oder vierte Aufführung. Der Schnitzler ist mit knapper Not entkommen. Den hätten sie wahrscheinlich gelyncht. Und am nächsten Tag hat dann der Innenminister und hat gesagt, das ist jetzt meine Kompetenz, meine sicherheitspolizeiliche Kompetenz, hat gesagt, die Sicherheit ist nicht gewährleistet, ihr dürft dieses Stück nicht mehr aufführen. Das heißt, er hat nicht jetzt die verfolgt, die das Theater zerhaut haben, sondern er hat einfach die Wiederaufführung des Stückes verboten. Und dann ist es eben zu der Demonstration gekommen, von der ich vorher geredet habe. Ne? Also das sind Sachen, das ist schon die neue Republik gewesen. Es war nicht die Monarchie und es war noch nicht der Faschismus. Nicht? Und in einer Sache war ja sogar der zuständige Stadtrat als Sozialdemokrat und der Herr Bürgermeister seit Sozialdemokrat unterschiedlicher Meinung. Das war beim Bettauer. Ja. Dann bald wenig später eine ähnliche. Es sind immer zwei Sachen, die sozusagen den Staat in dem ab 1920 repräsentiert durch eine Koalition zwischen Christlich-Sozialer Partei und Großdeutscher Volkspartei, später sind auch noch die Heimwehren dazugekommen, der Staat schreitet ein, wenn es gegen Kulturschaffende, hauptsächlich in dieser Zeit, wenn es um zwei Dinge geht. Erstens Sex und zweitens Juden. Und das wird dann auch vermischt natürlich, ne? Die Haltlosigkeit und die Sittenlosigkeit und alles Mögliche. Und da hat er, und das war im Fall des Hugo Bettauer so, vielleicht haben einige von Ihnen was von Hugo Bettauer gelesen, zum Beispiel Die Stadt ohne Juden. Das ist ja ein sehr bekanntes Buch und ein wirklich großartiges Buch. Und der hat aber eine Zeitschrift namens Er und Sie herausgegeben auch. Das war so eine sexualaufklärerische Zeitung. Er hat halt geschrieben über Schwangerschaftsabbruch und Homosexualität und solche Sachen. Und der Bettauer ist dann bekämpft worden natürlich auch von den gleichen Leuten, die den Reigen schon... Ermordet worden. Und ist dann ermordet worden. Von einem von den Zeitungen aufgehetzten, muss man sagen, jungen Nationalsozialisten namens Rotstock. Und verteidigt und heraus und verholfen dazu, dass er nicht ins Gefängnis muss, sondern dass er weil er ja durch diese furchtbaren Schriften des Bettauer völlig aus der Bahn geworfen wurde und nicht arbeiten konnte, wurde er nur als Kranker nach Steinhof gebracht, ist er zwei Jahre gewesen, ist dann herausgekommen und nach Deutschland ist der SA beigetreten und hat sich noch 1977 in einem Interview mit dem ORF gerühmt, dass er den Bettauer erschossen hat.
bis 1907, wie lange er gelebt hat, weiß ich nicht. Und das war einer dieser nicht untypischen Fälle in der Ersten Republik. Ne? Aber wenn ich noch in der Frühzeit der Ersten Republik bleiben darf, ein interessantes Kapitel weist ja auch darauf hin, dass zwischen Antisemitismus und Rassismus gegen Dunkelhäutige ein enger Zusammenhang besteht. Und das Kapitel Negerskandal in Wien beschreibt es ja. Und dem widmest du viele Aufmerksamkeit, wie das gelaufen ist. Naja, es war im Jahr 1927, ist Josephine Baker nach Wien gekommen, oder 1927 angekündigt, 28 ist sie tatsächlich gekommen. Josephine Baker war eine amerikanische, also im amerikanischen Mittelwesten, eine junge Frau, damals Anfang der 20, und die ist nach Paris gegangen und ist dort aufgetreten und war sofort ein Riesenstar. Ja, der Picasso, der Matisse, alle Künstler sind hingegangen. Adolf Loos hat damals in Paris schon gelebt und hat hier eine Villa geplant. Und Max Reinhardt wollte eine Revue in Berlin mit ihr machen. Also die waren ganz, ist aber nicht gebaut worden, gell? Oder? Nein, ist nie gebaut worden. Nein. Und die war, also das war eine ganz große Sache in Paris. Also sie hat ein eigenes Lokal gehabt und der Stravinsky hat sie auch verehrt und es war Jean Cocteau, also alle möglichen. Und die hat gesagt, sie hat geplant, mit ihrem Programm nach Wien zu kommen. Und das hat natürlich in Wien sofort dann also heftigste Reaktionen hervorgerufen. Das ist sogar im Nationalrat besprochen worden. Das hat dort wieder dieser Jerzabek, der Vorsitzende des Antisemitenbundes, ich darf das vorlesen, wie der im Nationalrat gegen die Josephine Baker agitiert hat. Im Nationalrat wird, Zitat, diese Halbblutnägerin, die nichts anderes zur Bekleidung trägt als eine Perlenschnur um die Hüften und seitlich daran angeheftet einige Straußenfedern. Die A-Vers- und die Revers-Seite ist dagegen vollständig unbekleidet, das man höchstens als Briefmarke bezeichnen, was sich da an Bekleidung vorfindet. Das ist die Kleidung, die heute nur noch im Inneren des Kongo-Staats üblich ist. Und die Kunst dieser Dame besteht darin, in den absonderlichsten Verrenkungen, Verzerrungen und Drehungen ihren Körper zu bewegen, wobei besonders darauf Bedacht genommen wird, dass das Hinterteil dem Beschauer möglichst zur Bewunderung vorgeführt wird. So Schande der Abgeordneten, so, Gelächter in allen Fraktionen. Nein, ich habe dann geschrieben, das stenografische Protokoll des Nationalratssitzungs vermerkt stürmische Heiterkeit in den Reihen der Sozialdemokraten. dann ist die Josephine Baker aufgetreten, aber sie durfte nicht so wie geplant im Raunacher auftreten. Da hat dann auch der Magistrat, der zuständig war, gesagt, naja, im Raunacher wissen wir nicht. Aber sie durfte dann in dem Johann-Strauß-Theater, das ist dort, wo dann später das Scala-Theater in der Favoritenstraße war, durfte sie dort in einer Revue, die dort schon gelaufen ist mit dem Fritz Imhof, durfte sie einige Nummern einspielen. Das war sozusagen der Kompromiss, wie die Josephine Baker auftreten durfte. Und die sehr, du hast in der Schilderung meiner Vita vergessen, dass ich auch stellvertretender Chefredakteur der Arbeiterzeitung war. Ja, da bin ich hier natürlich besonders stolz in diesen Hallen. Aber die Arbeiterzeitung, darum zitiere ich das, sind dort hingegangen, dann in das Johann-Strauß-Theater und haben sich die Show der Josephine Baker angeschaut und haben dann nachher geschrieben, Bakers kindlicher Übermut, ihre lausbubenhafte Frische, ihre durchaus unerotische Lustigkeit ließen alles Lasterhafte, alles Aufpeitschende so gänzlich vermissen, so dass mancher im Stillen den Jerzabek verwünschte, dem er hineingefallen war. Man hatte etwas Sündhaftes erwartet und nichts war da sündhaft außer den Preisen der Sitze. Das finde ich eigentlich lustig. Ich hätte auch gern geschrieben, so lustig. Weil du stolz bist auf deine Funktion als Chefredakteur der Arbeiterzeitung. In dem Buch wird natürlich sehr viel auch Medienecho und Medienstandpunkte, was die Presse schreibt, was die Tagespost schreibt. Und ich muss sagen, die Arbeiterzeitung hat einen absolut nicht opportunistischen Standpunkt
in fast allen Fällen eingenommen. Ich hab mich gewundert, wie geradlinig und grundsatztreu und von einer bestimmten Haltung geprägt die Arbeiterzeitung in allen diesen Fällen war. Das ist, da gibt es 10 Beispiele oder 12 oder 15, wo so quasi die Arbeiterzeitung und ihre Positionen das Einzige war, wo man sich anhalten konnte. Der Friedrich Austerlitz, der letzte Chefredakteur, hat sich nichts reinreden lassen. Mhm. Nie. Leider auch in manchen Sachen, die man sich nicht wünschen würde, wie zum Beispiel der Bejubelung der Kriegsgefangenen. Und auch im August 1914 die Bejubelung der... Ja. Der Kriegskredite. Ne? Also der Austerlitz hat da zu denen gehört, die dem Friedrich Adler das Leben schwer gemacht haben, richtig, und anderen. Ja. Aber der Austerlitz hat auch wahrscheinlich zu tief in die Harfe gegriffen bei dem Freispruch im Jahr 27, weil der Leitartikel des Austerlitz hat sicher auch eine Rolle gespielt, dass die Erregung so hoch gekocht ist. Da gibt es eine Figur, die bei mir im Buch sich auch durchzieht, die mit allem dem, was wir jetzt geredet haben, zu tun hat. Walter Riedl war ein Wiener Rechtsanwalt, ein Promi-Anwalt mit einer Kanzlei am Stephansplatz. Der hat schon 1918, da war der Hitler noch ein Herumirrender in München, hat er in Wien eine DNSAP gegründet, mit Gruppen aus den verschiedenen Gegenden der Monarchie. Der war der Gründer, der erste Gründer der NSDAP. Hat Walter Riedl hat die Swastika, das Hakenkreuz, als Symbol eingeführt. Das haben die Deutschen dann bald darauf übernommen. Der Riedl hat mitorganisiert den Aufmarsch dieser 5000, die Leopoldstadt stürmen wollten 1921. Er hat verteidigt den Rostock, der den Bettauer erschossen hat, und hat verteidigt die Schützen von Schattendorf, was dann zum Justizpalastbrand und zum Prozess und Justizpalastbrand geführt hat. Hat dann kandidiert für die NSDAP bei den Wiener Landtagswahlen 1932. Sein großer Wahlschlager war, er hat gefordert die Kastration jüdischer Männer, die Sex mit nicht-jüdischen Frauen haben. Und ist gewählt worden, die NSDAP hat damals ja 17% bekommen und ist dann im Wiener Gemeinderat gesessen bis 1933. Walter Riedl kennt man nicht, hat man vergessen. Nur kurz einen Nachtrag. Nach 1945 war er wieder Rechtsanwalt und ist dann auf Betreiben des Nationalratspräsidenten Kunczak, eines seiner Vorgänger als Nationalratspräsident von der ÖVP, ist er dann in den Vorstand des ÖVP-Akademikerbunds aufgenommen worden. Ja, die Verbindungen von der Ersten Republik in die Zweite Republik, die sind ja wirklich zahlreich. Und doch, jetzt ist es schon 70 und mehr Jahre her, da ist der Überblick geht da ein bisschen verloren. Aber ich hab mich gewundert, wie eng im Zusammenhang mit Antisemitismus manche Kontakte von rechten Heimwerlern mit der NSDAP waren. Und wie in der Dollfuss-Zeit sich diese Strömungen, die du jetzt beschrieben hast aus den 20er Jahren, noch viel stärker durchgesetzt hat und als Staatsphilosophie verankert worden sind. Mit ein bisschen Österreich-Kitsch rundherum, ja, natürlich. Ne? Und es ist ja interessant, dass die großen Autoren des Ständestaats, Austrofaschismus, Franz Karl Ginzke, Karl Heinrich Wagerl, Maria Grenk und so weiter, die waren, Max Mell, die waren dann schon sind hofiert worden vom Austrofaschismus, waren aber tatsächlich schon illegale Mitglieder der NSDAP, haben sofort am Tag des Einmarsches der deutschen Truppen ein Bekenntnisbuch deutscher Künstler in Österreich veröffentlicht, wo die alle unterschrieben haben drinnen, sind dann während der Nazizeit auch gefeierte Autoren gewesen und waren dann auch in der Zweiten Republik noch gefeierte Autoren, und viele von ihnen werden in der Schule alle diese Autoren gelesen haben, über die ich jetzt gesprochen habe, und die haben dann alle in der Zweiten Republik in den 50er Jahren haben die hintereinander alle den Staatspreis für Literatur bekommen.
Also die haben durch drei Regime sich geschrieben sozusagen und immer die Grauslichkeit halt ein bisschen adaptiert. Ne? Also die Staatspreise für Literatur, das ist wirklich verheerend, wenn man sich diese Liste anschaut. Ja. Und vielleicht sollst du überhaupt ein bisschen erzählen, weil die Zeit vergeht so schnell, der Übergang von der NS-Karriere in die Zweite Republik dann funktioniert hat. Eines deiner früheren Bücher hat sich ja beschäftigt mit der Rückkehr oder Nichtrückkehr von Emigranten. Aber ein faszinierendes Thema ist auch der Einbau von NS-Künstlern und Ideologen in die Frühzeit der Zweiten Republik. Zum Beispiel der Rudolf Eisenmenger. Ne? Der Rudolf Eisenmenger war in der NS-Zeit ein gefeierter Maler. Er durfte das Rathaus vollgemalt mit HJ-Burschen und SS-Helden im Wiener Rathaus, große Wandmalereien gemacht. Und der hat sich dann, also in der Zweiten Republik, ab 1953 ist es, glaube ich, gelaufen, hat sich dann beworben, Eisernen Vorhang in der wieder zu errichtenden Staatsoper machen darf. Und da waren aber neben ihm, neben dem Eisenmenger, der jetzt nicht der große Star war, waren da durchaus große Stars, die sich da auch beworben, wie Oskar Kokoschka, Marc Chagall zum Beispiel, hat Interesse gezeigt, dass er diesen Vorhang machen darf. Aber der Unterrichtsminister Trimmel hat dann entschieden, oder die Beamten des Unterrichtsminister Trimmels, die in der Kommission dort die Mehrheit hatten, haben entschieden, nein, das kriegt der Eisenmenger. Lustig ist, das habe ich auch gefunden in einer Zeitung, das ist bisher noch nirgends gestanden, am Tag nach der Eröffnung der Staatsoper hat der Dmitri Schostakowitsch ein Interview gegeben im Abend, das ist übrigens in einer Zeitung, wo der Gerd Bacher damals Chefredakteur war schon, und hat Schostakowitsch hat gesagt, was ich nicht verstehe ist, ihr habt jetzt so eine schöne Oper und so einen schieren Vorhang. Ich glaube, wir sitzen da in der sogenannten Kreisky-Villa in der Armbrusterstraße und da hängt da drüben ein Bild vom Kokoschka. Und das hat eine Geschichte, das vielleicht manche von Ihnen kennen, aber kannst du dazu ein paar Worte sagen? Dazu sage ich ein paar Worte, nur die kleine Vorgeschichte, die mit Kokoschka zu tun hat und die für die SPÖ nicht ganz ehrenhaft ist. Ehrenhaft. Ein bisschen peinlich. Der Wiener Kulturstadtrat Viktor Mateka hat sich sehr bemüht um die Rückkehr von Emigranten. Und hat sich auch eine schillernde Figur. Aber das geht jetzt zu weit. Er war von der KPÖ, ja, war in der Ersten Republik eher ein bisschen im Dienst des stehenden Staats gewesen. Aber gut, egal. Jedenfalls hat sich bemüht um die Rückkehr von Immigranten und hat zum Beispiel den Oskar Kokoschka dazu gebracht, dass er wenigstens nach Wien einmal kommt und sich das anschaut. Der ist 47 gekommen, hat sich das angeschaut und hat 1949 sich vom Kokoschka breitschlagen lassen, dass er den damaligen Bürgermeister Theodor Körner für diese Galerie im Rathaus, wo alle Bürgermeister aufgehängt sind in dem Saal, malt. Und der Kokoschka hat gesagt, gut, das mache ich und der Erlös, ich verlange kein Honorar und das soll den armen Kindern von Wien zukommen. Und er hatte also den Kokoschka, ein Foto drinnen, wie er den gemalt hat. Und er hat den Körner gemalt, hat wieder Kokoschka halt malt, weiß man ja eh, nicht? Und das war, hat das also dem Mateka gegeben, den hat sehr gut gefallen, dem Körner angeblich auch. Aber genau in dem Jahr waren da nach Wiener Landtagswahl, Gemeinderatswahlen und die KPÖ ist aus der Regierung und aus dem Gemeinderat geflogen. Und jetzt ist das Büro dort gestanden und da drinnen ist gestanden das Bild vom Körner, gemalt vom Kokoschka. Und es ist der neue Kulturstadtrat Hans Mandl, den du vielleicht noch kennst, eingezogen. Und der Hans Mandl hat irgendwie Hans so... Hans Mandl war wirklich ein kleines Mandl. Ja, und hat auch einen eher konservativen Kulturgeschmack gehabt, weil er hat irgendwie gesagt, was ist denn das? Das ist ja nur eine Skizze da. Ja? Der Kokoschka war ja ein Weltstar, damals schon. Nicht? Aber es hat ihm nicht gefallen, weil die...
die Bürgermeister sind immer im Rathaus in dickem Öl gemalt worden. Dickes, dunkles Öl, ja, hat es sein müssen, so dick. Und das hat der Kokoschka nicht gemacht, natürlich. Und der Mandl hat es in Köln, also im Rathaus, ins Depot stellen lassen und hat gesagt, das hängen wir nicht auf, das kommt nicht in Frage. Nicht? So. Dann der Kokoschka, den hat es natürlich sehr gekränkt. Noch dazu, weil der Mandl gesagt hat, das ist mein Honorar, das ist auch, es zählt auch nichts, weil es gibt keine armen Kinder in Wien, dafür sorgen wir, die Wiener SPÖ. Im Jahr 1949, ja, also gut. So. Gut. Also der Kokoschka war beleidigt und gekränkt und hat zwei Jahre später, 1952, eine Werkschau gehabt in Linz und hat dem Wiener Rathaus gesagt, ich verlange, dass ihr sofort das Bild hergebt, das hänge ich auf in meiner Werkschau in Linz und dort bleibt es dann auch. Ja? Das hat er nicht vorher gesagt, glaube ich. Na, er hat es zur Werkschau, ja, dann Werkschau, haben die Linzer nicht mehr hergegeben. Das kommt nicht mehr nach Wien zurück. Ja? So, die Linzer das aufgehängt, hängt bis heute im Lentos-Museum. Der Helmut Zilk hat angeblich einmal versucht, das wieder zurückzukriegen. Und dann haben die Linzer gesagt, nix, da putzt die nicht. Also das bleibt bei uns natürlich. Nicht? Das ist unser Kokoschka. Wobei die Linzer Bürgermeister der damaligen Zeit ja auch eine Geschichte haben, die man ja ein bisschen beleuchten könnte. Ja, jetzt waren wir eh schon gegen der Hillinger. So böse. Ja. Was ich dir sagen will... Und dann kommt die Geschichte, auf die du da angesprochen hast. In den 70er Jahren hat die SPÖ, also die Alleinregierung, ein Gesetz gemacht, wonach Vertriebene die österreichische Staatsbürgerschaft wieder bekommen können. Allerdings mussten sie dafür einen Wohnsitz in Österreich haben. Und viele haben das natürlich nicht gehabt, weil die sind in der Emigration geblieben. Wie zum Beispiel auch der Kokoschka, der dann wieder zurückgegangen ist in die Schweiz. Und der hat dem Kreisky geschrieben, ich hätte gerne die Staatsbürgerschaft zurück, ich habe sie auch gar nie aufgegeben, mir ist sie ja genommen worden, also ich verstehe das Ganze sowieso nicht und dass ich da jetzt eine Adresse brauche, verstehe ich auch nicht. Worauf der Kreisky gesagt hat, wissen Sie was, ich melde ihn da bei mir, hier in der Amrostergasse, ich melde ihn da als Untermieter an. Und der Kokoschka hat dann für den Rest seines Lebens als Untermieter bei Bruno Kreisky nicht gewohnt, natürlich. Ja, das ist auch eine Facette vom Onkel Bruno, was der alles... Ich glaube, da hängt sogar noch irgendwo der Meldezettel. Oder? Den habe ich nicht gesehen, aber das Bild hängt da. Ja, der ist irgendwo veröffentlicht worden. Ich muss noch Folgendes sagen, wie ich ein Student war und auch nachher noch. Ich habe den Karl Kraus sehr bewundert und das hat mir sehr gut gefallen. Und die letzten Tage der Menschheit war ja fast eine starke Konkurrenz zu Im Westen nichts Neues. Und die zwei waren dann ja auch eifersüchtig aufeinander, der Remarque und der Kraus. Aber dass der Kraus dann in den letzten Lebensjahren so ein Reaktionär und Dollfuss-Anhänger wurde, das habe ich von dir gelernt. Ja, der Karl Kraus war ja nie ein Linker oder was, das war er ja nie. Er hatte mit der Sozialdemokratie die gleichen Feinde, nicht? Aber Linker war er nie. Er war ein bisschen angehängt an die Sozialdemokratie, hat ihn eben der heute schon erwähnte Friedrich Austerlitz. Mit dem war er gut befreundet und mit dem konnte er gut und war deshalb dann gestorben 1931. Und mit seinem Nachfolger Oskar Pollack konnte er nicht so gut. Und wie man nachlesen kann, ist er vor allem deshalb böse gewesen, weil er geschrieben hat, also das allerwichtigste Antikriegsbuch, das es gibt, ist Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque. Und der Kraus ist da gesessen mit seinen letzten Tagen der Menschheit und hätte natürlich das Gleiche von Pollack über seine letzten Tage der Menschheit gehört und er hat das nicht gesagt. Er hat sich jedenfalls von der Sozialdemokratie völlig entfernt und hat in Dollfuss, der ja eher ausgeschaut hat wie ein Mandl aus den letzten Tagen der Menschheit in seiner Uniform, nicht? Und den hat er zum Helden gegen den Einzige, der den Hitler aufhalten kann, ist der Dollfuss, hat er gemeint. Naja. Jetzt müssen wir noch ein bisschen in die Zeit nach der Zweiten Republik, also nach dem Krieg in die Zweite Republik schauen. Und das war ja auch dramatisch, dieser Übergang und wie dann auf einmal
mehr oder weniger hochrangige Nationalsozialisten gelungen sind, gleich wieder in führende Funktionen, auch im Kunstbetrieb zu kommen und dort solche, die wirklich emigrieren mussten und so weiter, fernzuhalten. Da haben alle Parteien, sie waren sich da ziemlich einig, auch die SPÖ war da ziemlich dabei beim nicht besonders eifrig sein beim Zurückholen dieser Leute. Aber was war halt unmittelbar nach 1945, war eben diese Rückkehr, diese Vergangenheitsschau und diese Rückkehr in so eine Art zeitgenössischen Biedermeier. Ne? Das war diese Heimatfilmwelt. Die Heimatfilme haben sich ja alle immer nur abgespielt in der Heide, auf dem Berg, im Dorf, also in Gegenden, wo es keinen Krieg gegeben hat. Ne? Da hat es nie einen Krieg gegeben. Da war nichts kaputt. Ja? Keine Juden, keine Täter, gar nichts hat es gegeben. Es hat einen Grafen gegeben, einen Wildhüter, einen Wilderer, das hat es gegeben. Aber das alles, alle anderen, die es wirklich gegeben hat, die hat es in Heimatfilmen nicht gegeben. Ne? Und das war die erste Phase. Und dagegen haben sich dann viele auch aufgelehnt. Und da, gerade da in Wien war so eine Keimzelle, der Strohkoffer, ein Lokal im ersten Bezirk, und zwar in dem Kärntner Durchgang, heißt es, zwischen Kärntner Straße und Spiegelgassen, im Keller der Losbar, der American Bar dort. Dort haben sich Künstler versammelt und haben dort begonnen ab 1949. Der Art Club ist dort eingezogen und das, also Leute wie der Arik Brauer und der Ernst Fuchs und der Rainer und die Maria Lasnik, und am Klavier hat gespielt der Friedrich Gulda und der Joe Zawinul und so weiter. Das war eine wirkliche Gegenwelt, eine Szene, die dann über verschiedene Verästelungen später zum Aktionismus geführt hat. Aber was lustig war, ist, also das war eine wirklich gute Szene, nicht? Also alle Leute, die dann später eine große Rolle in der österreichischen Kunst- und Kulturbetrieb gespielt haben. Und dann ist man das zugesperrt worden, ist dieser Strohkoffer Mitte der 50er Jahre. Und danach ist man drauf gekommen, dass das Ganze offenbar finanziert war. Das ist auch das erste Mal, dass es geschrieben wird, dass das Ganze vom CIA finanziert war. Es hat gegeben einen gewissen... So wie die Zeitschrift Forum. Es hat gegeben einen gewissen Rudolf von Ripper. Das war ein Wiener, der in Spanien auf der Seite der Republik gekämpft hat, in der amerikanischen Armee gegen die Nazis in Italien, gegen die Hitler in Italien gekämpft hat. Und der ist dann zurückgekommen aus der amerikanischen Emigration und hat einen Lehrauftrag auf der TU gehabt. Und der ist aber vorher geschult worden vom OSS-Geheimdienst mit dem Auftrag, die Wiener Kulturszene ein bisschen anzuschauen. Und der hat immer großzügig gespendet für den Strohkoffer, für die Wurstsemmeln und die Weinflaschen und den Doppelliter Rotwein oder was dort immer getrunken worden ist damals. Und der hat das Ganze finanziert. Und man ist später draufgekommen, wo der das Geld hergehabt hat. Der hat es offenbar aus der gleichen Quelle von diesem Komitee, das dann auch die Ansässige in Paris, das ja auch das Forum von Friedrich Thorberg finanziert hat. Aber beim Thorberg war das... Die Demonstrationen gegen die Russen während der ungarischen Revolution finanziert haben. Na gut, okay, gut, das war ein guter Zweck. Nicht? Aber da, beim Thorberg ist es halt ein bisschen eine fragwürdige Geschichte, weil Friedrich Thorberg war also nicht nur eine Heldenfigur. Nicht? Der Thorberg hat in der Emigration in Los Angeles bespitzelt den Bertolt Brecht und hat das Material dem FBI geliefert, was dazu geführt hat, dass der Brecht vorgeladen worden ist für dieses Komitee für unamerikanische Umtriebe, wie das geheißen hat, und dann fluchtartig das Land verlassen musste. Und da hat der Thorberg wirklich heftig mitgewirkt an dieser Sache. Ne? Und der ist auch finanziert. Der ist auch finanziert worden vom CIA. War eng befreundet mit dem Hausherrn hier, mit Bruno Kreisky. Du widmest ja auch dem Bruno Kreisky und seinem Einfluss auf die Kulturpolitik ein oder zwei Kapiteln. Das habe ich ja schon selber, da wird es machen, miterlebt, in verschiedenen Funktionen. Aber das hat mich sehr beeindruckt irgendwie. Das Erste, eine der ersten Aktionen, die er gemacht hat, wie er Bundeskanzler war, hat er den Günter Grass eingeladen, so einen Vortrag in Wien. Und der Günter Grass hat einen Vortrag gehalten über den Unterschied zwischen dem Citoyen und dem Bourgeois. Und der Kreisky wollte sich natürlich die Citoyens holen. Es war die, mit denen er ein Stück des Weges gehen wollte. Dann hat er den Bödel eingeladen und so weiter, zu großen Veranstaltungen, war mit dem Leonard Bernstein befreundet. Und der hat gewusst natürlich, dass seine Partei halt
Kunst- und Kulturfragen nicht unbedingt so denkt wie er, der Großbürger. Ne? Und hat ab 1974 vor jedem Parteitag die Parteitagsdelegierten zu Kultur verdonnert. Ja. Also, davor sind sie offenbar immer zum Heiligen gegangen am Vorabend des Parteitags. Und dann hat es gegeben, im Jahr 1974, am Parteitag, du wirst dich erinnern können, hat es gegeben in der Theater an der Wien oder in der Staatsoper Fidelio, die Freiheitsoper natürlich zum 40. Jahrestag von 1934. Die 1976 hat es gegeben im Burgtheater das Spiel der Mächtigen, auch wieder sehr beziehungsvoll zur Alleinregierung Kreisky. Und wieder zwei Jahre später hat es gegeben, F. und Brecht, die Todsünden des Kleinbürgers. Und auch das mit Blick natürlich auf seine eigene Partei auch, ne? dass sie weder die Möglichkeiten des Spiels der Mächtigen überschätzen sollen und schon gar nicht die Todsünden des Kleinbürgers begehen sollen. Und das hat mich irgendwie beeindruckt, diese Programmplanung. Ich muss dir aber erzählen, dass im Jahr 1974, wie der Kreisky schon 4 Jahre Bundeskanzler war, hat es außerdem das 40-Jahr-Jubiläum des 12. Februar 1934 gegeben. Und da hat der Kreisky auch so eine Kulturveranstaltung mit dem Bernstein gemacht im Konzerthaus und hat also erwartet, dass man ordentlich gekleidet ins Konzerthaus kommt und sich ein Konzert anhört und hat als Gastredner den Felipe González eingeladen. Und hat uns vorher ein bisschen erzählt, wer das ist und der wird eine große Karriere machen und so weiter. Der González war noch nicht Ministerpräsident natürlich. Und alles immer geschneuzt und kampelt im Konzerthaus gesessen. Und dann ist der González aufgetreten mit Jeans und einer Lederwesten und hat ausgeschaut wie ein Motorradfahrer oder wie ein Rocker. Der war noch im Kampf gegen Franco. Aber der Kreisky war ein bisschen nicht so selbstsicher wie sonst, wie uns den Felipe González im Wiener Konzerthaus als Festredner vorgestellt hat. Aber er hat es tapfer durchgestanden und er hat ja wirklich, unlängst habe ich mich mit der Erika Blucha unterhalten bei einer Veranstaltung, wie der Kreisky auf die jungen Kulturschaffenden und Schauspieler und so weiter gewirkt hat mit seinen modernen Ansichten. Und du warst ja freundlich genug und hast in diesem Buch verankert, wie der Kali Blecher und ich uns bemüht haben, die ÖVP zu gewinnen, vor allem den Steinbauer und den Schauspieler, den Staatssekretär, Mora. Der war damals aber noch nicht Staatssekretär. Aber die Freiheit der Kunst in der Verfassung zu verankern. Und das ist mit Zustimmung der FPÖ und der ÖVP gelungen. Frischenschlager war das, ja. Dass seit diesem Zeitpunkt die Freiheit der Kunst in der Verfassung verankert ist. Ich habe das geschrieben, aber man denkt, das wäre heute völlig unvorstellbar. Bei einem sehr heiklen Thema, und das war ein heikles Thema, weil das ja vorher gestritten worden um die Alpensaga, um die Staatsoperette, die ganzen jungen Schriftsteller, Wille, da wieder Gustav Ernst, der da hinten sitzt, und andere haben wild geschrieben. Und das gab ja diese Auseinandersetzung dass dann die FPÖ und die ÖVP einer Verfassungsänderung, einer Alleinregierung, zustimmen und durchaus ansprechende Reden halten, wie der Friedrich Frischenschlager, der dann einige Jahre später dann mit der Heide Schmidt ausgeschieden ist aus der FPÖ. Und ich glaube, der Neisser und der Steinbauer auf der ÖVP-Seite haben das gemacht. Und der Charlie Blecher. Das war schon bemerkenswert gefunden. Das wäre heute nicht mehr möglich, glaube ich. Damit sind wir, lieber Herbert, endgültig in der Zweiten Republik gelandet. Willst du den Bogen noch weiterspannen? Über die Ära Kreisky hinweg, Sinowatz, sein Kulturreferent damals, der Fritz Herrmann mit seinen Gedichten, wo sich der Karajan bei jedem falschen Ton sich an und wascht sein Arsch im Goldlavur, da riedrara die Hochkultur. Aber das Interessante war, dass der Dichter Fritz Herrmann war der Sektionschef für Kultur im Unterrichtsministerium. Er war nicht
Sektionschef. Er war ein ernannter Konsulent. Ach so, ein Konsulent. Bis zum Sektionschef hat es der nicht gebracht. Aber wie gesagt, Zweite Republik, politische Spannungen zur Kultur und so. Ja, es ist dann natürlich noch weitergegangen. Also die FPÖ hat das da. Also die ÖVP hat dann irgendwann einmal WO gegeben. Es hat noch diesen Wirbel um die Stadt. Ich habe ein Interview auch mit dem Peter Tarini drinnen zur Alpensaga. Das war eine große Auseinandersetzung, die Alpensaga. Das war eine sechsteilige Serie, weil das tatsächliche Leben des Bauernstands natürlich heftig bekämpft vom Bauernbund. Die wollten halt das Monopol auf die Darstellung des Bauernstands, konnten sie doch nicht so leiten wie den Torini und den Befni da übergeben. Also bitteschön. Und dann die Staatsoperette, und da hat die ÖVP natürlich sehr daran gelitten, dass der Dollfuss, es war eine satirische Zeitgeschichte-Darstellung von Franz Nowotny und Otto Zückern, dem Komponisten, und da ist der Dollfuss als ein Lilliputaner, der auf einem Einrad gefahren ist, hat den Dollfuss dargestellt, und der Peter Torini hat den Muffolini gespielt, und der Seipel ist im Kreis barbusiger Mädchen aufgetrieben, und das hat die ÖVP natürlich nicht wollen, und da hat es wieder Streitereien im Nationalrat gegeben, wo du vielleicht gesprochen hast, dann, das war so 1979, 80 muss das gewesen sein. Aber ja, da spielst du schon mit dann. Ja. Da bist du schon dabei. Ne? Der Haider hat dann, es hat dann Jörg Haider natürlich, also dann hat gerade natürlich, dann hat, es gab dann noch ein Ereignis, wo das wirklich, also das war wirklich, also das muss man sagen, nachträglich, das hat Geschichte gemacht. Das war die Geschichte mit dem Lichtermeer als Widerstand gegen das Ausländervolksbegehren der FPÖ 1993. Deshalb hat das Geschichte gemacht, weil am Heldenplatz bei der Veranstaltung war das eine der wenigen Situationen, wo Künstler und Politik, der größte Teil der Politik und Religion gemeinsam aufgetreten sind. Es hat gerade der Kardinal König, es haben die anderen Religionsgemeinschaften gesprochen, der Willi Resetarits und der Bundeskanzler, wer war damals Bundeskanzler? Alle haben, die ÖVP hat Redner entsandt, die ÖVP hat entsandt, Marilis Fleming und der Finanzminister Maria Rauch für Kallert. Den Bundeskanzler Bitte? Geredet. Ich glaube, der Klima hat für den Bundeskanzler geredet. Und der Wronitzki, ja. Und die Heide Schmidt hat wenige Wochen später das Liberale Forum gegründet. Das ist eine der Folgen dieser Auseinandersetzung. Also das war wirklich ein historisches Ereignis. Ne? Mit dem Größerwerden und Stärkerwerden der FPÖ hat sich manche Auseinandersetzung wieder ein bisschen angenähert, wenn auch nicht, wirklich nicht vergleichbar in der Heftigkeit, wie es in der Ersten Republik war. Wie sie zum Beispiel am Scholten losgegangen sind oder auf die Jelinek oder auf Schriftsteller, den Torini hast du schon erwähnt und so weiter. Oder in Kärnten, wie der Haider dann wieder in Kärnten war, den Dietmar Pflegerl, den Chef des Kärntner Landestheaters, ein wirklich mutiger Mensch, ein wirklicher Kämpfer, der das Theater voll gemacht hat in Klagenfurt mit schwierigen Stoffen. Und der ist da bekämpft worden von dem Haider, weil sich der halt nichts gefallen hat lassen. Und der tatsächlich hat Zettel gegen das Ausländervolksbegehren am Klagenfurter Hauptplatz verteilt hat. Ja. Und der ist da also heftig bekämpft worden. Und dann hat er mir ein Interview in der New York Times gegeben, das war wie der Haider beim Saddam Hussein war, glaube ich. Und er hat gesagt, er geniert sich, dass er so einen Landeshauptmann hat in der New York Times. Das hat natürlich den Haider zur Raserei gebracht. Und er hat dann durchgesetzt in Klagenfurt, dass dem Pflegerl das Budget gekürzt wird, der Strafe abberufen konnte er nicht, aber das Budget ist mit Zustimmung von SPÖ und ÖVP ist dann dem Pflegerl das Budget gekürzt worden. Das Landesbudget? Nein, für das Theater, nicht? Ja, nicht das Bundesbudget. Ja, nein, das Landesbudget. Ja. Das Stadtbudget sozusagen, das Stadtbudget. Ich kann nicht einmal das Landesbudget, das Stadt-Klagenfurt-Budget mit Zustimmung aller Fraktionen. Hm. Dein letztes Kapitel heißt Zensur von links. Was ist da denn? Naja, ich glaube, das ist noch nicht ganz ausgebacken. Also diese Kulturkämpfe sind vorbei, die wir da erlebt haben. Wer stürmt heute nur ein Theater, weil da der Reigen aufgeführt wird? Oder wer stürmt, wie es in den 50er Jahren passiert ist, noch ein Kino, weil dort im Film Damen in der Unterwäsche vorkommen, in einer Zeit, wo sich jeder Gymnasiast 27 in der 10er Pause 27 Pornofotos aus dem
dem Internet laden kann. Also das ist ja völlig outdated natürlich. Ne? Das Theater ist auch nicht, wir sind auch jetzt auch nicht mehr, so der Heldenplatz war 1988, da haben die Leute noch gelebt, die bei den Nazis eine Rolle gespielt haben. Heute lebt niemand mehr. Also diese Art von Kämpfe sind vorbei. Jetzt geht es um andere Sachen. Ja, ja, jetzt sind andere Kämpfe, eben wie die Heidi gerade gesagt hat, eben Identitätspolitik, Woke heißt dieses Wort, das Erwachen, ja, das gegen die Woke-Bewegung. In Amerika wird der Präsidentschaftswahlkampf gegen die Woke-Bewegung geführt werden. Das ist dort, dass sowohl der Trump als auch seine anderen republikanischen Mitbewerber kämpfen dort, also gegen eben Schwule und alles Mögliche, was in Amerika halt zu bekämpfen ist. Und auch bei uns wird die FPÖ wird da sicher, das wird auch eines der Themen der FPÖ im nächsten Wahlkampf sein. Es wird in dieser ganzen Debatte, die ja noch sehr ungelenkt verläuft, wird natürlich auch viel Blödsinn dahergeredet. Warum? Ich würde nicht verstehen, warum man Frauen als Menschen, die menstruieren, bezeichnen soll und warum man nicht Vater und Mutter Begriff verwenden soll. Das ist alles ein Unsinn natürlich. Und warum man den Winnetou nicht lesen darf, also, das ist alles Quatsch. Ja? Was ich verstehe, was man überlegen kann, ist, ihr habt zuerst nicht verstanden, warum in den USA seit vorigem Jahr nicht mehr wie immer am Unabhängigkeitstag Tschaikowskis Ouvertüre 1812 gespielt wird, ja? weil er Russe ist. Nicht? Aber die Ouvertüre 1812 bejubelt die russische Armee am Vormarsch in der Ukraine gegen Napoleon. Also da gibt es wenigstens einen Bezug, dass man sagt, okay, das machen wir nicht. Aber da wird halt viel anderer, warum Seniorinnen auf der Gartenschau nicht ein Sombrero aufhaben dürfen und dabei tanzen, weil das kulturelle Aneignung ist, so wie es da passiert ist in Deutschland, also das verstehe ich nicht. Aber das ist, diese Auseinandersetzung ist im Anlaufen und das sind, glaube ich, jetzt die Kulturkämpfe der Zukunft. Mhm. Herbert, du hast 5 Bücher erwähnt am Beginn. Welches war dein erfolgreichstes oder dein Lieblingsbuch? Das war, glaube ich, das ist die Verlegerung, die Flucht der Dichter und Denker. Das war wie Europas Künstler und Intellektuelle den Nazis entkamen. Aber manches von dem, was du da erforscht hast und was du da recherchiert hast, hat ja auch in dem jetzigen Buch seine Niederschlag. Naja, das ist mir das, klar, das Wenn ich Wissen an die Emigration Zeit, vom Stefan Zweig das, denke das, oder so. Den habe ich dort noch nicht so genau drinnen gehabt, vor allem die Hintergründe nicht. Mhm. Das habe ich dort nicht, nur den habe ich erst in der Emigration beschrieben, wie er da beim Sigmund Freud ist, in seinen letzten Lebenstagen. Aber den habe ich noch nicht drin gehabt, das habe ich jetzt erst in dem Buch. Und was wird dein nächstes Buch sein? Naja, weiß ich nicht. Vielleicht machen wir wieder ein Medizinbuch, da mit Christoph Zelinski. Ah ja, ein anderer Autor. Habe ich ja schon eines gemacht. Mit dem Duo Lackner Zelinski ist bei uns und ich freue mich darüber. Gut, meine Damen und Herren, das ist jetzt sehr flott dahingegangen. Du hast uns einen Gusto auf dieses Buch gemacht. Ich freue mich, dass es sich auch sehr erfolgreich anlässt als Schnitzler mit dem Kanzlerstritt, eine politische Kulturgeschichte. Und im Übrigen, der Titel als Schnitzler mit dem Kanzlerstritt ist nicht irgendeine erfundene Sache, sondern der Bundeskanzler wollte wirklich immer weiter das sogenannte Schmutz- und Schundgesetz verschärfen und wollte aber doch ein bisschen Zustimmung von den Intellektuellen haben und hat zu einer Gesprächsrunde eingeladen. Und obwohl er, wie alle gewusst haben, auf den Schnitzler sehr besch war, und der Schnitzler auf ihn, hat er ihn eingeladen. Und wird es wahrscheinlich nachher eher bereut haben, weil der Schnitzler ist ihm keinen Zentimeter entgegengekommen und hat den Wunsch des Bundeskanzlers, da irgendwie ein grünes Licht oder ein positives Signalchen zu geben, nicht erfüllt. Und von da an war der Graben zwischen Bundeskanzler und Schnitzler noch größer
als vorher. Aber es ist ja auch sehr kühn, jemanden, dem wir gerade die Demonstranten aufgehetzt haben, die haben das Theater zusammengehauen haben und den man als Autor eines jüdischen Machwerks bezeichnet, dass man den dann kurz darauf dafür gewinnen will, das Schmutz- und Schundgesetz zu verschärfen, spricht nicht für den politischen Weitsicht des Herrn Bundeskanzler Seipel, muss ich sagen. Aber ich bin froh, dass der Schnitzler hingegangen ist. Ja, was hätte ich für einen Titel gemacht? Also dann danke ich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Herbert, ich gratuliere dir. Ich freue mich über jedes erfolgreiche Buch von dir. Danke. Du kannst mich als Dauerleser deiner Bücher super betrachten und wünsche noch einen schönen Abend. Dankeschön.